Hallihallo, ihr irren Zuschauer, herzlich willkommen hier bei Let's Play Terraria im Irrenhaus. Schön, dass ihr wieder da seid oder zum ersten Mal da seid. Bei Let's Noob. Heute mit dabei ist Dianka. Hallo. Die klingt schon, die klingt schon sehr gut. Sehr gut gelaunt und sehr hoffnungsvoll. Auf jeden Fall. Dann ist mit von der Partie das Andi, allerdings nur im Teamspeak, den seht ihr nicht im Spiel. Und ich bin Fido, euer Quotenköter. Und ja, wir sind immer noch dabei, Ektoplasma für die, was suchen wir eigentlich, Spektralrüstung zu farmen und irgendwie noch so einen komischen Hammer vom Paladin vielleicht. Ja, wir hätten halt gern noch eine Waffe, immer noch, wie auch in den letzten beiden Folgen schon. Und ja, was wollt ihr noch? Einfach nichts. Achso, genau, noch so möglicherweise auch noch mal zum zweiten Mal Tabis und Black Belt ja, für Master. Ja, aber dafür würde ich jetzt hier nicht extra farmen. Also wenn es droppt, ist schön, wenn nicht, dann nicht. Doch, ich bin nur hier reingegangen. Ich habe meinen Drop, von mir aus können wir wieder gehen. Hey, noch eine Sniper Rifle. Jetzt kannst du auch einen. Ja, ich wollte hier mal ausprobieren. Gesunder Egoismus ist manchmal nicht schlecht. Auf jeden Fall, ey. Und mein Item ist ja auch getroppt. Was hätte ich mich geärgert, wenn die Jankas eingesackt hätte? Da hätte ich mich gar nicht drüber freuen können. Ich hätte es dir ja gegeben, damit ich mir das nicht anhören muss. Ja, aber das ist ja, das ist wie bei Diablo, weißt du? Es nicht macht mehr Gleiche. Spaß, das Item selbst einzusammeln. Ja. So, lass jetzt mal zusammenbleiben. Alleine ja, okay. Schaffen wir das nicht. Stick together, Team! Richtig. Was muss man dafür drücken? Reporting, drei Team. Oder so? Irgend sowas war so. Das, ja. Da kannst du dich besser aus, muss ich sagen. Mit was? Mit diesen Tasten Chat-Nachrichten. Ich habe das früher gemacht. Früher habe ich das immer. Was ist das denn? Ein Shadow. Ja, nimm ihn mit, nimm ihn mit. Können wir auf jeden Scheiße, Fall. Ich also weiß nicht, dass es sowas mal gibt oder gab. Keine Ahnung. Kurokiten. Aha. Janka, du bist angegriffen. Ich sehe es. Scheiße. Kurokiten hat gefragt, ob wir ein paar Broken Hero Swords haben. Ah, wir hatten einzige Finsternis, Sonnenfinsternis bisher. Und wir haben eins gedroppt bekommen. Also eins haben wir. Und ja, wenn wir irgendwann auch nochmal an der Oberfläche farmen, dann vielleicht kommt noch eine zweite Sonnenfinsternis und vielleicht haben wir auch nochmal die Chance, dann ein zweites. Ja, wir haben ja zumindest geplant, einmal den... Boah, ist das ein Kackding. Hilfe. Ja, einmal wollten wir das Terrorblade ja gerne bauen. Genau. Ist das schon wieder ein Bone-Lee, der so kacke ist, finde ich. Ah, verdammt. Da war der Knockback. Nee, mach nicht so viel. Was waren wir gerade am Wagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Na, Hero Sword. Broken Hero Sword. Achso, ja, wir wollten ja eine Terra-Klinge bauen. Genau. Daher brauchen wir ja noch ein paar. Noch zwei. Richtig. Ein paar, zwei, richtig? Ja, wir haben halt eine und wir brauchen ja eins für wahres Excalibur. Das Standard Excalibur haben wir, glaube ich, schon. Und eine brauchen ja, wir halt für wahres Knight's Edge. Knight's Edge haben wir auch schon irgendwo rumliegen. Und dann brauchen wir halt noch das dritte Broken Hero Sword, um das wahre Knight's Edge und das wahre Excalibur zusammenzuschmieden für die Terra-Klinge. Genau. Aber da sind wir jetzt ja gerade nicht am Farmen, denn die Sonnenfinsternis kommt ja nicht, solange wir hier unter Tage sind. Verdammt, jetzt bin ich wieder weggelaufen. Ich weiß, ich sollte warten. Ja, ich finde das nicht gut. Bin wieder knallhart hier am Sterben. Nee, ach, geht nicht ganz. Pappalapap. Ja, nicht ganz. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen ist gut. Ich habe da ein bisschen traumatisiert. Runter. Ja, traumatisiert. Trauma. Ja, so schlimm ist es schon, dass du traumatisiert ja. bist. Warum habe ich denn schon wieder ein Pad? Habe ich schon wieder B gedrückt? Ach, Mann. Multifunktionstaste. Ja. Das spielt das man ist echt einmal schlimm. Rift, weißt du, einmal. Und schon ja, ist es komplett du durcheinander. Ich finde das aber auch. Ich finde das aber auch. Also. Ich verstehe ehrlich gesagt andere. Nicht, warum man nicht bei Terraria auch einfach hätte hingehen können und das Inventar auf B legen können, statt auf Escape. Also, Escape ist jetzt für mich auch einfach nicht die klassische Taste, um ein Inventar zu öffnen. Ja, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Was ich kann auch nach Minecraft nicht? Wirklich auch die Krise. Aua, Stachel. Du spielst Counter-Strike, du willst mir doch auch nicht erzählen, dass du irgendwie ein Inventar mit Escape öffnest. Aua. Weil man bei Counter-Strike auch so viel Inventar hat. Genau, das sag ich ja. Ja. Drückst du auch B, wenn du Inventar aufmachen willst? Ja, mit B hast du zumindest das Kaufmenü.
Ja, ich wollte gerade sagen, hier kann ich was kaufen. Das ist eine wichtige Taste. Das ist doch sowas wie ein Inventar. Genau, das ist ja quasi dein Inventar. Das ist das Inventar, zu dem du am Anfang der Runde deine Waffe auswählst, wenn du genügend Geld dafür hast. Ja, genau. Da kommt wieder ein paar. Hat der Andi ja meistens nicht. Will da jemand frech werden? Was? Nein. Du hättest jetzt direkt gesagt, ich werde one-on-one. Oh, verdammt, schon wieder gedasht. Sehen wir ja, wer mehr Geld hat. Abgewöhnen. Warum kommt denn der Typ da jetzt nicht nochmal hoch? Wieso fällt mir der denn jetzt auf den Kopf? Scheiße, das gibt's doch nicht. Hast du irgendwie zu viel... Ich hab mich auch... viele Gegner bei dir gehabt, oder was? Nee, ich bin einfach so tot umgefallen. Altersschwäche. Oh, das ist aber schlecht. Aber gut, das wusste ich auch schon vorher, dass du an Altersschwäche kurz vorm Exitus stehst. Ach, du kannst mich mal. Du bist die älteste Frau im Irrenhaus, das kann man ganz ohne Lüge sagen. Kann man definitiv sagen. Voll die alte Schachtel. Voll die Schabracke, ey. Sowas geben wir uns ab hier. Echt jetzt? Hallo? Geh gleich. Mach doch alleine. Okay, aber so gesehen ist sie auch die jüngste. Sie ist auch die jüngste Frau im Irrenhaus, aber auch die älteste. Richtig. Oder wolltest du sagen, man sie ist auch die damit, jüngste überhaupt, die im Irrenhaus ist? Schlussfolgern, dass sie die einzige wäre, aber. Niemals. Nein. Das wäre jetzt fast schon übertrieben. So, das ist halt, ich bin keine Frau, Zusammenhänge oder hier sich rein zu dichten. Wo bist du denn jetzt nochmal, Fido? Ah, da unten. Immer noch da, wo wir die ganze Zeit geklopft haben. Ich stehe praktisch. Warum ist denn jetzt hier keine Kugel mehr? Hast du die abgebaut? Ja, ich habe alles abgebaut. War doch sonst immer eine Kugel. Egal. Was? Kurokiten sagt mir. Kurokiten sagt mir, man kann die Tasten umbelegen. Das heißt, ich kann das Inventar auf B legen? Nee. Schon 15 Jahre Terraria gespielt. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das Inventar umbelegen kann. Das ist ja auch das Menü und alles. Kurokiten wüsste auch gerne, ob wir... Nein. Kurokiten hat auch die Frage, ob wir... Janka, trink was. Ob wir das Broken Hero Sword... Ja, renn, Fido. Ja. Ich komme nicht zum Rennen. Der hier schießt mich mit seinen Laserstrahlen ab. Oh, komm schon. Komm jetzt aber. Oh, ich muss mal was trinken. So, ob wir das Broken Hero Sword verwendet haben für das wahre Night's Edge oder für das wahre Excalibur. Und die Wahrheit ist weder noch. Ich kann ihn aber auch nicht treffen mit dem Hammer. Wir haben es noch gar nicht verwendet. Das ist mach mal den Bowley, mach mal den Bowley. Bitte, Hilfe. Jetzt ist er schon wieder weg, der Paladin. Einfach wieder verschwunden. Ach nee. Das gibt's doch gar nicht. Echt, der so ein Team hat, der braucht keine Gegner mehr. Also wir haben es noch gar nicht verwendet. Es liegt noch irgendwo rum und wir konnten uns noch nicht entscheiden, wofür. Oh, trink mal was, bitte, Fido. Ich kann nicht, ich bin auf Cooldown. Warum ist denn der jetzt schon wieder weg, der Drecks-Paladiner? Ja, weil... Der war doch fast tot. Ja, oder war er tot? Nee, ich glaube nicht. Schade. Ich habe zwar noch ein, zwei Mal versucht drauf zu schießen, aber du hast dann gesagt, mach mal den... Ja, der stand halt genau in mir. Kurokiden wüsste gerne, ja, wer eigentlich im Irrenhaus die gute Seele ist, wenn es so eine gibt. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es eine gibt. Oh, jeder die von gute uns Seele, ich würde sagen, der Holger, definitiv, oder? Nein. Also der Holger ist eine halbe gute Seele. Der hat eine gute Gehirnhälfte und eine böse Gehirnhälfte. Genau. Also, das ist... Aber das war's. Aber die gute Gehirnhälfte ist definitiv unsere gute Seele. Vielleicht muss ich das mit den Gehirnhälften mal erklären. Das ist ein Running Gag geworden. Wir haben mal Tabu gespielt. Ihr kennt das vielleicht. Das ist dieses komische Spiel, bei dem man Begriffe umschreiben muss. Und die anderen sollen halt raten, was man quasi umschrieben hat. Und ich sollte umschreiben... Oh mein Gott. Und, Hilfe. Ja, Holger sollte raten. Und der Begriff, der zu umschreiben war, war Katze. Und der 2H hat halt nun mal zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Katzen gehabt. Und die eine war etwas kratzbürstig, kann man so sagen, oder Andi? Richtig, die war ziemlich mies drauf eigentlich. Und die andere war halt sehr schreckhaft. Von der hat man nicht so viel gesehen, die hat aber auch nie was gemacht. Die war aber ganz lieb. Genau, die war ganz lieb. Und meine Beschreibung war dann halt, du hast eine Liebe und eine Böse. Und seine Antwort, wie aus der Pistole geschossen, war Gehirnhälften. Und ja, deswegen wurde das so ein Running Gag. War das Irrenhaus doch schon vorprogrammiert. Aber es ist auch ein Punkt Wahrheit dran, weil ich ganz ehrlich, er ist jetzt nicht da, man sagt sowas normalerweise nur über Leute, die da sind, aber der Typ ist auf der einen Seite ein bisschen irre, also so richtig böse irre. Finde ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite aber ein herzensguter Kerl, also...
Also ich finde weder das eine also noch das ganz andere. Ganz im Inneren ist er ja nicht, ne? Nee, er ist doch wirklich eine gute Seele, wenn, wenn man ihn braucht, ist auf ihn verlassen. Aber er hat auch ja, nicht Dinger gebracht, wo du denkst, ach du Scheiße. Nee, das hat er noch nicht gebracht. Also wo du das okay, vielleicht nicht, wo du dabei warst, aber ich hab das schon erlebt. Ja gut, das kann natürlich das dann sein, dass ich da nicht dabei war. Ach Mann, diese Kackzauberer aber auch. Haben wir uns heute von der Stelle schon wegbewegt hier? Nee. Der Aufnahme? Ich glaube auch nicht. Macht aber auch nicht so viel Spaß gerade. Haben wir denn schon den Zauber, den ich irgendwie... Nein, wir haben noch suche? Gar nichts. Außer Sniper-Rifles. Mann. Kurokiten möchte auch Insasse werden. Zumindest hat er gesagt, sind wir nicht alle ein bisschen irre? Ich dachte, das gibt's nur mit Pluna. Sind wir nicht alle ein bisschen Pluna, hieß doch der Spruch. Ich dachte, das wäre synonym. Ach so, Pluna ist nein, irre? Nein, ich will nicht sterben. Ich oh, der Typ, der ist doch so Banane. Anstatt mir Deckung zu geben, ich raff es nicht. Dass das manche Leute jetzt zugelassen werden, dieses Spiel zu spielen. Soll man das für zukünftig irgendwie einen Schulabschluss machen oder was, um das zu spielen? Ja, das wäre mal nicht schlecht, ey. Ganz ohne Scheiß. Alles unter Sonderschule. Ah, da ist spielen. Wieder der Typ. Hallo. Pack mal den Maxi-Hai aus, bitte. Das geht ein bisschen schneller. Da können wir die Paladin welcher besser. Ist denn der Typ? Ach, der Paladin. Der Paladin. Ich lieg gleich tot am Boden, dann rentiert sich's auch nicht mehr. Ja, ich bin auch gleich tot. Auch mein, ich kann auch nicht mehr schießen, habe ich das Gefühl. Ja, der Zauberer macht das. Ah, ich war wirklich gesilenced, okay. Ich muss mal was trinken und zwar ganz schnell. Ja, also irgendwas. Du kannst B drücken, dann hast du den, kannst du den Wiederbelebungstrank einwerfen, wenn echt du noch einen hast und nicht an alles wegscheißen. Ja, ich hatte einen. Oh, Scheiße. Wie, jetzt bist du tot? Ja. Mann, wieso werfe ich denn alles ein, dafür, dass du dann krepierst? Dann abkratzen. Ja, ich hab's nicht gesehen. War plötzlich doch ein bisschen viel. Hab's nicht gesehen. Welcher Zauber den fiel? Ja, genau, die Magnetsphäre, den suche ich. Also wir sind hier ja zum einen am Farmen für, jetzt sagen wir es zum dritten Mal, aber es ist ja bestimmt auch die dritte Aufnahme oder so. wir farmen aber hier zum einen Ektoplasma für die ja, Spektralarmor, dafür dürfen wir aber mittlerweile genug haben. Wir farmen 36. den Paladin-Hammer, auch wenn wir noch keinen einzigen Paladin gekillt bekommen haben ohne den HWM. Also unsere so Farmversuche dafür dahingehend sind sehr, sehr ja, das ihr solltet mal mich mitnehmen, ne? Du spielst ach, das Spiel ruhig, ja du nicht. Du willst ja nicht. Wir haben jetzt lange und wir suchen die Magnetsphäre. Und das Coole an der Magnetsphäre wäre nämlich, damit könnte man auch, kann man auch gut um die Ecke schießen. Die kannst du nämlich einfach irgendwo hincasten und die schießt in alle Richtungen. Ist auch noch alles dunkel, wunderbar. So, hier, der Paladin wartet auf uns, Janka. Was ist los? Ja, ich, oh, ich habe fast keine Schuss mehr im Maxi-Hai, ne? Also noch 114 oder so. Hm, das ist schlecht. Warte, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr. Oh, ne, ich habe auch noch 118. Super, wir sind ja ein Team. Wir sind doch total unvorbereitet. Nicht nur, dass wir schlecht sind und es uns an Skill fehlt, wir sind doch total unvorbereitet. Du hast mich ja eben gehetzt. Ich hätte ja noch Kugeln gebaut und Heiltränke und Scheiße. Ich sterbe gleich schon wieder, wenn ich hier runterkomme, glaube ich. Aber nee... Du wolltest ja aufnehmen, weil ich ja gesagt habe, die Leute warten auf uns, wir haben keine Zeit. Hier, Janka, Bonnie. Tropft nichts, bin schon wieder fast du. So, dann wirf einen Pott ein. Ich geh mal da hoch und mach mal den. Guck mal, ich geb dir noch ein paar Kugeln hier. Obwohl, nee, ich hab nicht genug. Behalte sie. Wenn du eh nur vier mehr hast als ich, dann lohnt es sich auch nicht wirklich, dass du mir Kugeln abgibst, sonst nicht auch. Wir müssen den Paladin jetzt aber irgendwie hier hochlocken dann. Weil hier ist ganz gut, hier kann man so auf langer Strecke ja, dann mit ihm kämpfen. Holen. Geh du den mal holen. Ja super, weil ich so lange überlebe immer. Ja komm schon. Komm schon, put. So, jetzt Maxi-Hai rein. Ja super. Drauf. Ich bin noch drauf. Da kommt was. Ja, nein. Weiter auf den Paladin. Scheiße. Ich sind meine Kugeln hier. Wir haben ihn, aber ich glaube, er hat gar nichts genau gedroppt. Gar nichts gedroppt. Scheiße, weg da. Jetzt habe ich noch 35 Kugeln. Ich noch 23. Ah, egal, wir haben... Oh, von oben kommt gleich der nächste. Ach, oh, nein. Ja, wunderbar. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt direkt danach gebraucht, so ohne Kugeln. Ja. Vor allen Dingen mit den ganzen Gegnern hier drumrum. Aber das war doch ein Plan, hm? Auf jeden Fall, aber den können wir ja jetzt nicht nochmal ausführen, weil wir keine Maxi-Hai-Kugeln mehr ja, haben. Ja doch, da müssen wir die Party, die wir haben, noch aufbringen. Oh, was soll denn das hier? Wow, ich habe noch normale Musketenkugeln. Oh Gott, renn vor dem Trink Hammer. Was. Schon keine großen Heiltränke mehr, alles schon verkackt hier.
Das Vieh da hinten ist auch nervtötend, ja. Gut so. Hier von rechts kommen auch noch zwei runter. Ich warte mal gerade auf die. Achso, die Aufnahme ist schon wieder rum. Da, ihr hört es schon wieder im Hintergrund. Tatsächlich. Ist ja gar nicht. Ach, wir haben zumindest einen Paladin gelegt bekommen. Den holen wir noch mit, den holen wir noch mit, den holen wir noch mit. Irgendwie kriegen wir den noch. Irgendwie. Oh. Ich habe, glaube ich, keine Kugeln mehr oder so. Nee, ich konnte nicht. Dann machen wir ein Dings drauf mit der Hatchet. Egal, los, mach ihn kaputt. Okay, jetzt ist er. Jetzt sind die Kugeln leer. Ich nehme hier mal noch die Wurfdolche. Ach man, das ist doch frustrierend. Da kämpfen wir uns hier so durch. Aber wir werden besser, ey. Wir haben jetzt immerhin schon zwei Paladine gekillt. Aber jetzt müssen wir Kugeln farmen gehen, damit wir weiter farmen können. Ja, das ist irgendwie. Aber ich habe noch ein paar normale Kugeln, ein paar Musketenkugeln, die kann ich ja gleich geben. Gut, dann machen wir jetzt Ende mit der Aufnahme. Genug. Jo, wir machen hier an der Stelle Ende. Danke fürs Zugucken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.